Geneva und Kirschwasser sind heutzutage nicht die gängigsten Zutaten in Cocktails, damit auch nicht in Bars und schon gar nicht in Homebars. Sie ergeben zusammen aber einen einfach herzustellenden, sehr leckeren Drink, zwar den New Amsterdam, und den machen wir jetzt in diesem Video. Hallo und willkommen bei den kultivierten Tresenwesen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin Florian und der New Amsterdam Cocktail ist eine Kreation von Jim Meehan aus seiner Zeit als Inhaber der PDT Bar in New York City. Diese Bar ist berühmt für ihre Original Cocktails, also Drinks, die dort von den Barkeepern erfunden wurden. Da ist unter anderem der fantastische New York Cocktail zu nennen, einer meiner liebsten Drinks, benannt nach der größten Stadt von New Jersey, westlich des Hudson, westlich von Manhattan, wo die PDT Bar liegt. Zu dem Drink habe ich schon ein Video gemacht, verlinke ich euch hier oben. Und da erzähle ich auch ein bisschen mehr über die Bar und ihre Geschichte. Neben New York hat Jim Meehan auch dem New Yorker Stadtteil Manhattan ein Cocktail-Denkmal gesetzt. Im Jahr 2006 hat er den New Amsterdam kreiert und hat ihm den Namen gegeben, den holländische Einwanderer für die Manhattan-Region früher verwendet haben. Ja, und den wollen wir jetzt zubereiten. Wir brauchen dafür ein Rührglas. Und wir beginnen mit Bitters. Wir haben hier Kreol-Bitters. Eine andere Variante davon sind Peychaud-Bitters. Und davon brauchen wir zwei Dashes. Eins, zwei. Dann brauchen wir unseren Jigger. Und weiter geht's mit unseren Spirituosen. Ich habe mich heute für gereifte Spirituosen entschieden. Das heißt, sowohl unser Kirschwasser ist ein Produkt vom Birkenhof aus dem Westerwald, was im Fass gelagert wurde, die alte Kirsche mit 40%, als auch der Geneva, den wir heute verwenden, von Bowles, der mindestens 18 Monate, so sagt das die Flasche, in Holzfässern gereift wurde. Das gibt dem ganzen Drink einfach nochmal ein bisschen mehr Charakter, ein bisschen mehr Tiefe und ja, passt in Summe ganz fantastisch. Vom Kirschwasser, von der alten Kirsche, brauchen wir 3 cl. Vom Geneva brauchen wir 6 cl. Und Jim Meehans Rezept verlangt jetzt noch einen Barlöffel Demerara-Sirup. Das ist ein brauner Zuckersirup. Ein Barlöffel ist aber leider keine besonders genaue Angabe, denn Barlöffel können unterschiedlich groß sein. Ich weiß jetzt, dass meine Barlöffel 0,25 cl entsprechen und ja, das ist auch ein Zuckeranteil, der, wie ich finde, dem Drink sehr gut tut. Wenn ihr eure Barlöffel nicht so gut kennt, dann solltet ihr einen Jigger nehmen, der diese Menge ja genau abmessen kann. Wir geben jetzt den einen Barlöffel dazu. So, das Ganze braucht jetzt noch Eis. Und dann rühren wir unseren Drink hart. Wir geben noch mal ein bisschen Eis dazu. Ihr kennt das schon aus anderen Videos. Mehr Eis bedeutet, dass der Drink schneller runterkühlt und damit weniger verwässert. Der Drink ist jetzt ausreichend kalt. Wir schnappen uns jetzt ein Nicanora-Glas. Normalerweise sollte das vorgekühlt sein. Und ihr kennt das aus anderen Videos. In der Regel schneide ich das Rühren so, dass ich in der Zeit das Glas auch austauschen kann gegen ein gekühltes. Hätte ich heute auch gern gemacht, ist mir aber leider bei der Vorbereitung bei Mise en Place 1 runtergefallen. Mit der Verzierung habe ich nur 2. Also müssen wir heute mit einem ungekühlten Glas vorlieb nehmen. Wie gesagt, wenn ihr es nachmixen wollt, wenn es für euch oder für Gäste macht, dann nehmt ein gekühltes Glas, weil der Drink straight up serviert wird. So, wir schnappen uns einen Julep Strainer und wir seihen den New Amsterdam ins Glas ab.
wunderschöne Farbe, so ein, wie soll man sagen, rotbraun, rostbraun. Jimian hat eine Zitronenzeste als Garnitur beschrieben. Dann soll der Drink die auch kriegen. Wir geben die Zitronenöle über den Drink, indem wir die Zeste ein bisschen anpressen. So, und dann würde ich sagen, geben wir die heute mal ins Glas, nicht aufs Glas. Und ich habe hier für euch Jimian's New Amsterdam Cocktail aus dem Jahr 2006. So, jetzt schauen wir mal, was Jimian sich da ausgedacht hat. Ja, Jimian gilt nicht umsonst als einer der Vorreiter, einer der prägenden Köpfe der Cocktailrenaissance in den 2000er Jahren. Das ist so ein wundervoll ausbalancierter Drink. Es ist ja eigentlich ein Zwei-Zutaten-Drink, klar, ein bisschen Zucker, ein bisschen Bitters. Aber die Zutaten passen wunderbar zusammen. Wir haben dieses sehr, sehr schöne Geneva-Aroma, was bei den Bowls hier, der wie gesagt fast gereift ist, einfach nochmal ein bisschen intensiver, würziger ist. Wir haben die fruchtige Kirschnote von der alten Kirsche hier. Dazu die Peychaud-Bitters, ja, die, beziehungsweise hier sind es die Kreol-Bitters, die auch eine gewisse Fruchtigkeit, aber auch Bitterkeit eben haben. Der Demerara-Zucker, der nicht ganz so, wie soll man sagen, geschmacklos ist wie normaler Zucker, sondern der auch ein bisschen Würzecharakter mitbringt, rundet das Ganze nochmal ab. Das ist Königsklasse der Cocktails. Zwei Zutaten-Cocktails, so ausbalanciert, so lecker, so komplex. Ihr merkt, ich bin absolut begeistert. Ich bin ein Jimian-Fan, ich bin Fan von gerührten Shortdrinks. Und das hier ist tatsächlich einer der besten, wie ich finde. Wenn ihr auch auf solche Drinks steht, dann kann ich euch das Buch von Jimian aus dem PDT sehr ans Herz legen. Der Drink ist da natürlich auch drin. Viele andere Originals, aber auch sonstige Cocktails. Informationen dazu, wie man seinen Arbeitsplatz vorbereiten sollte. Informationen zur PDT-Bar, zu Zutaten, zu Werkzeug. Also wirklich ganz, ganz toller Lesestoff. Link dazu findet ihr unten in der Beschreibung zu diesem Video. Da kann man toll drin stöbern, während man den Cocktail genießt. Ich hoffe sehr, dass euch der Drink schmeckt. Ich hoffe sehr, dass das Video euch gefallen hat. Wenn ja, freue ich mich über ein Like. Wenn ihr nicht das erste Mal hier auf dem Kanal seid, sondern häufiger, oder wenn ihr das Video so gut fandet, dass ihr wiederkommen wollt, dann seid so lieb, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, bis dann. Tschüss.